willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. Hier auf dem Lohnunternehmerhof, beziehungsweise dem Landhandel. Ich habe letztes Mal ein Feld gekauft, da muss ich jetzt gerade mal noch die Steuer überweisen, fällt mir ein. An die Stadt, an Herrn Stromberger. Und das waren 7800. So, gut. Und dann gucken wir mal weiter. So, Herr Neumann. Ja? Dann lege ich mal los, ne? Auf gute Geschäfte. Tschüss. Tschüss. Warte mal, ich muss gerade nochmal den Stromberger anrufen. Ja, hier ist die Polizeileitstelle. Schwarzing, was kann ich für Sie tun? Ja, hallo, Herr Stromberger. Ja. Volker Varuna hier nochmal. Ich hätte vielleicht nochmal ein Anliegen an Sie. Ja. Das Feld neben dem Lohnunternehmen oder Landhandel. Moment, ich bin gerade unterwegs. Ich muss ja jemanden irgendwo eine Parkmöglichkeit finden. Also während des Autobahns schreiben ist nicht so gut. Nein, das sollten Sie unterlassen. Nachher zeigt sich doch wirklich mal jemand an. So, neben dem Lohnunternehmen, also nicht neben dem Landhandel? Neben dem Landhandel. Zwischen Landhandel und Mühle. Achso, das ist Mühle klar, weil, Landhandel und Mühle? Sägewerk, tut mir leid. Ja, das ist mittlerweile laut Satellit. Auch Ernte. Ach Quatsch, nee. Der Zustand ist egal. Ist im Wachstum. Die Frage wäre nur, was es kostet. Der Preis wäre. Moment. Ne, meinen Taschenrechner holen. So. Ach, Mist, verschrieben. Durch 100. Das wären 137.923,20 Cent. Mit Mehrwertsteuer und Provision. Mit Mehrwertsteuer, ja. Okay, wie viel? 100? 137.923. Okay. Gut, dann werde ich das mal klären. Ich melde mich dann wieder bei Ihnen. Ja. Gut, danke. Tschüss. So, hallo Herr Neumann. Hallo. Sie wollten gerade schon mitfahren, damit ich was zum Abtanken habe, oder wie? Genau. Ah, okay. Um welches Feld handelt es sich jetzt denn? Fendt ist so laut, ey. Moment. Kriege ich Kopfschmerzen, ey. So. Ich glaube die 69 war's. Einmal komplett außen rum und dann von hinten durch die Mitte. Passt. Okay, gut, dann bis später. Bis später. Ich werde wohl eine Weile länger brauchen. Ja. Tschüss. Ciao. Kann ich den Traktor nicht anmachen? Ah, jetzt. Ach, da ist der Jürgen, ja. Moment, dann muss ich den. Komm mal hier. Hopp. Jürgen? Nee. Dreh ich doch einfach mal um. Ach, hi! Ja, dann leg ich mal grad auf. Jo, also das Feld würde kosten 137.000. Ich habe aber nur 68.000. Also 70.000 hätten wir da zu wenig.
Ich bezahle 70.000. Die 70, überweist ihr mir die dann? Weil nicht, dass es nachher heißt, du machst hier Nebengeschäfte neben, weißt du, so bist der Bauhof, Stadt und so. Drück noch. Also wenn du mir 70 überweist, dann kann ich über den Stromberger das klären. Ja, ich krieg noch 200 von dir für die Zäune. Ah, ja, das machen wir gleich. Moment, überweise ich dir gerade. 200. Gut. Jo, merci. Jo, bitte, ich. Warte mal. Ich hoffe mal, dass es jetzt. Ne, 137 hat er gesagt. Gut, dann kläre ich das mit dem Stromberger, dass wir das Feld kriegen und dann solltest du da einfach eine Straße drüber pflastern. Willst du gerade mal mit rüber gehen? Dann zeige ich dir, wie ich das gemeint habe. Ja, guck mal gerade mit drüber. Warte, ich mach gerade vorne. Ey, guck mal Alle hier, hopp. mein Hund. Alle Guck hopp. mal. Hey, richtig sportlich hier. Wo denn? Der bin jetzt. Hallo? Vivi? Mal rüber, Mann. Hier sitzt er, hier drüben. Ich glaube, das ist eine englische Bulldogge oder so. Ich komme da nicht rüber, ich bin zu fett. Ah, jetzt. Ah, ja, da. Ist es nicht ein Berner Senne oder so? Oder ein Keine Ahnung. kleiner? Der ist so süß und brav vor allen Dingen. Ah, dann ist er gut. Aber. Hier, gib dem mal das Leckerchen. Wie komme ich denn jetzt wieder? Jürgen, du Lass hältst mich außen immer ab von rumlaufen. der Arbeit, ey. So komme ich nie zum Arbeiten. Folgt mir sogar der Hund. Ich wollte dir irgendwas noch sagen. Also war gerade nicht mehr was. Komm mal jetzt mit, dass ich dir das zeig, was ich meine. Ja, wo bist denn? Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Ne, jetzt nicht mehr. Ja. So, komm mal mit. Ich hoffe mal, der Neumann ist jetzt nicht zu böse mit mir. Ich habe dem gesagt, den Drescher habe ich schon im zusammengestellt. Jetzt wollte ich gerade hochfahren. Wollt direkt anfangen? Ja, logisch. So, guck mal, guck. Abtanken, ruf's einfach an, komm ich vorbei. Der Neumann wollte schon mitfahren direkt. Ich hab auch einen Hänger da. Also, guck mal. Ja, wir zahlen ja nichts. Wir zahlen dafür keine Miete für die Fahrzeuge. Der kriegt. Er hilft. Warte, wie habe ich ihn ausgemacht? Er muss uns keinen Lohn bezahlen, sondern nur die Ernte. Und wir können alle Fahrzeuge kostenfrei nutzen. Das ist Okay. richtig gut. Also, ich würde sagen, wir fangen hier an mit der Straße. Ziehen die hier rüber. Einfach Kiesweg, oder? Kiesweg reicht vollkommen. Und dann hier am Feldrand direkt ganz nach oben. Oh, oh, hier müssen wir aufschütten dann. Das Schlagloch. Naja, muss ja. Mal Bisschen. gucken. Wenn du ein bisschen drin bleibst, passt ja auch. Dann ziehen wir das hier hoch, bis hinten, wo der andere Weg anfängt. Da müssen wir halt so ein kleines Eckchen reinbauen. Oder du. Dann ja hier und dann einfach hier rüber, oder Genau, so wir hätte ich es ziehen gemacht. von hier so eine Kurve hier einfach rüber und machen Es. hier oben noch eine kleine Ecke Wiese. Das. Ich würde an. Ach so, dass man die. Ja, das könntest du auch machen. Jo, mach das so. Okay, gut, also, dann, ich muss los. Ja, Also, dann ich. kaufst du das. Jo, ich gebe dem Stromberger Bescheid, dann trägst du das wieder ein und dann passt die Sache. Dann ist die Sache rund. Jo. Gut, bis später. Tschüss. Jo. Klingelingeling. Ja, wer stört? Ja, es scheint schon wirklich eine Störung zu werden, Herr Stromberger. Ich habe sie mittlerweile sogar schon eingespeichert, damit ich weiß, wer anruft. Ja, das ist ganz sinnvoll. Ich sollte mal meinen Motor ausmachen, sonst verbrauche ich unnötig Sprit. Ja. Ja? So, ich habe jetzt das Geld beisammen. Für das eine Feld, ich weiß gar nicht mehr, welche Parzelle das war. Moment, das war die Parzelle. Das Feld neben dem Landhandel, oder? Ja, die ist 67. Ja. Genau. Okay, dann würde ich die auch gerne noch kaufen.
Das war wie viel nochmal? Nicht, dass ich mich jetzt vertan habe. Oh, ich hab's. Moment, ich muss mal gucken, ob ich's im Computer noch gespeichert habe. Die Mehrwertsteuer vom letzten Mal müssten sie gekriegt haben. Ich hab's vergessen aufzuschreiben. Ich dachte, irgendwas mit 137.000 hatten sie mir gesagt. Ja, kann gut sein. Ja, wenn sie nochmal nachgucken, mir den genauen Preis nennen, dann kann ich ihnen die Mehrwertsteuer dann noch überweisen. Das war 1, 1, 4, 9, 3, 6 mal und 10 durch 100. 126.000. 10. Ach. Entschuldigung, ich habe leider die falschen Zahlen eingetippt. Da wird's jetzt teurer, oder wie? Nee, eben gerade jetzt gerade habe ich die falschen Zahlen eingetippt. Ja. Okay. Eben nicht. Mal 120, nicht mal 110. Oder liege ich da falsch? Jetzt sagen Sie mal, was rauskommt. Mehrwertsteuer sind 100. Sind 10%. 10%? Ja. 10% Mehrwertsteuer und 10% Umsatzsteuer. Oder ja, aber insgesamt ist der Preis trotzdem 120. Also 120%. Sind 137.000, genau. Wie Sie gerade schon sagten. Oder 138.000, wenn man es aufrundet. Also was nur? 137.923 und 20 Cent. Ja, sagen Sie mir, was Sie kriegen. An Mehrwertsteuer. Also die 20%, was das ausmacht. Minus 114936. Ah ne, wir kriegen nur die Umsatzsteuer, oder? Sie kriegen beides, Gewinn und Mehrwert. Das sind Mehrwert. 22.987. 22.000? Ja. Okay, gut, dann kriegen Sie das. Wir müssen auch von irgendwas leben. Ja, das kriegen wir hin. Gut, dann überweise ich Ihnen das. Ich gebe dem Jürgen nochmal Bescheid, dem Herrn Racex, dass der das wieder ins Grundbuchamt einträgt. Oder ins Grundbuch. Gut, vielen Dank, bis dann. Ich glaube, ich weiß auch, was Sie damit vorhaben. Ja, das sehen Sie dann. Kann sein, dass Sie da, wie Sie angemerkt haben, eine Straße bauen wollen. Ja, das wäre sinnvoll. Finden Sie nicht auch? Ja. Soll ja dem Lohnunternehmen nicht so lange dauern. Wenn Sie das nächste Mal eine kleine Pause machen, bitte einmal Bescheid sagen. Ja, mache ich. Wollte noch was wissen. Jo, bis dann. Tschüss. Ja. Hallo? Hallo? Was? Zuerst ausklappen? Ist doch ausgeklappt, was soll denn das? Hallo? 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 Ah, jetzt. Ja? Ich war erst da. Fang du an, ruhig, Volker. Die Parzelle kannst du mir eintragen. Die 67. Die 67, wo man gesagt hatten. Ja. Und dann würde ich sagen, kannst du den Auftrag starten? Ja. Ich fahr Kies oben. Jo. Okay, gut, dann überweise ich dem noch die Provision oder die Mehrwertsteuer. Gut, bis dann mal, gell? Jo. Ciao. Cool. Jürgen. So. Da warte mal kurz Online-Banking. Stromberger. Was hat man gesagt? 22.000. Ach, der kriegt 23.000. So. Ich hoffe mal nur, dass ich noch. Ja, vielleicht zahlt der Jürgen ja die Straße im. Erstmal. Gut.
Super, super. Jetzt sind wir irgendwie zum Grundbesitzer geworden. Ich muss aber gerade noch das LU anrufen. Klingelingeling. Klingelingeling. Ja, guten Tag. Hallo, wer spricht denn da? Der Herr Müller. Und mit Ihnen hatte ich, glaube ich, noch nichts zu tun. Kann das sein? Kann sein. Bin ich denn richtig beim Luna-Unternehmen? Ja, aber der Herr Neumann hat gerade ein Gespräch mit dem stellvertretenden Bürgermeister. Okay, könnten Sie dann für mich abklären, ob Sie bei mir Feld 67 spritzen könnten? Pflanzenschutz. Ja, das kläre ich dann direkt ab, wenn er wieder da ist. Okay, super. Und falls ja, dann einfach anfangen. Ja. Gut, danke. Tschüss. Tschüss. So. Weil das Feld unten, da ist so viel Unkraut drauf, da müssen wir ein bisschen was tun. So langsam kommt das alles in Fahrt hier. Ich glaube, wir kriegen eine gute Sache hier raus. Ist zwar nicht, was die mit dem Raps machen wollen, aber schauen wir mal. Wenn der Jürgen die Straße gebaut hat, dann geht es ruckzuck hier. So, gut, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Da hinten habe ich ein bisschen unsauber gearbeitet, aber das wird alles noch. Und schaut gerne morgen wieder rein bei einer nächsten Folge Real Farming. Haut rein, macht's gut. Ciao.